Audio Jungle. Audio Jungle. Wir sind die Jugendwerkstatt der Diakonie Erlangen und wir bilden Schreiner und Holzfachwerker aus. Die Jugendwerkstatt von anderen Ausbildungsbetrieben unterscheidet ist einmal die Zeit. Die Produktion ist bei uns auch wichtig. Natürlich, wir orientieren uns an der wirtschaftlichen Sache, dass unsere Aufträge in guter Qualität zu bestimmten Lieferterminen fertig sein müssen. Bei der Kalkulation und bei der Angebotserstellung achten wir darauf, dass zum Vermitteln der nötigen Kenntnisse genügend Zeit dafür eingeplant wird, sodass wir mit dem verschiedenen Förderbedarf Jugendlichen auch ein bisschen individuell umgehen können. Das ist das, was uns hauptsächlich unterscheidet. Im Gegensatz zu normalen Betrieben, von denen natürlich die Wirtschaftlichkeit das stärkste Argument ist, auch in der Ausbildung, steht entsprechend weniger Zeit zur Verfügung. Uns ist wichtig, so einen ganzheitlichen Ansatz mitzugeben. Also die lernen hier Schreiner und Fachpraktiker für Holztechnik. Wir vermitteln Schlüsselqualifikationen zusätzlich. Also, das fängt an bei Pünktlichkeit, Höflichkeit, Umgang, sozialer Umgang miteinander ist ganz wichtig. Uns ist wichtig, jungen Leuten mit dieser Ausbildung eine Basis für ihr Leben mitzugeben, die ihnen helfen soll, später zurechtzukommen in ihrer Welt. Wir müssen nicht alle als Schreiner arbeiten. Ist natürlich schön, wenn sie es machen und sich selbstständig machen, das wäre der Traum. Aber die kriegen von uns was mit auf den Weg, das ihnen hilft, ihr Leben zu gestalten. Wir holen Jugendliche ab, das ist immer so ein Floskel, aber wir holen sie wirklich dort ab, wo sie sind, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mal daheim aus dem Bett, wenn es sein muss, und versuchen ihnen hier was zu vermitteln.